Hey, ciao zusammen, herzlich willkommen zurück beim Raymond in der Rappelkiste zur nächsten Folge Stardew Valley, Folge 212. Und ich merke schon, hat der umbauen? Nein, wir sind einfach an einem anderen Ort, nämlich auf der Insel, sind wir gefahren. Ist das nicht schön? Draussen regnet es, oder? Das ist vielleicht nicht so schön, aber da können wir jetzt nicht viel dagegen machen. Unser Inventar ist so völlig überfüllt. Die Wasserfrau hat total recht, aber ja, nur schaut mal da, wenn wir da rausgehen. Da! Das sind wir jetzt neu die Hei. So cool, irgendwie. Ich fühle es mega. Gehen wir da mal ein bisschen die Sachen ab. Da. Was haben wir denn da eigentlich alles? Sonnenblumensaat haben wir mitgenommen. Genau, die Sprinkler haben wir noch da. Die Fossilien da. Haben wir den abgegeben. Drachenzahn, den müssen wir uns merken. Wir brauchen nämlich 10 Drachenzahn für so einen Wüste. So einen Inselobelisk. Das wäre natürlich schon auch mega super. Wie sieht es denn da aus? Ui, das sind ja so. Da sind ja schon Sachen gewachsen. Taro-Wurzeln sind da nämlich gewachsen. Ich weiß nicht genau, was wir die brauchen können, aber das sind auf jeden Fall gewachsen. Haben wir nicht noch irgendwo Taro-Dinger? 2. Und dann haben wir noch eine von denen da. So, der Blümli. Zack. Und die 2 da einsetzen. So. Ja, was machen wir denn heute eigentlich? Oh, da kann man jetzt auch Sachen verkaufen. Ah! Ciao, Stechpalme. Das Nautilus-Fossil, bin mir gar nicht sicher, ob wir das noch können. Noch können dem Kollegen da vorne abgeben. Ah, es wäre schon cool, der Obelisk. Dass man schnell auf die Insel kommt. Aber 10 Drachenzahn, ich meine, das haben wir ja irgendwie nie. Was ich jetzt vergessen mitzunehmen. Hey! Saletti! Bereit zu berichten? Oh nein, das haben wir noch nicht. Ah, das haben wir ja schon abgeschlossen, hä? Bitte melde die Anzahl der auf der Insel vorhandenen violetten Blumen. Bereit zu berichten, nachher mal auswählen. Zwischen 18 und 24. Okay. Ja, dementsprechend können wir natürlich das Fossil auch gar nicht abgeben. Ui, du hast Pilzen. Das kommt uns doch sehr bekannt vor. Ja, ich frage mich halt gleich, oder wie es uns mit Tierli die Heim geht, oder? Können wir die einfach so. So ohne guten Morgen streicheln, oder? Geht das überhaupt? Da fühlt sich die dann unwohl, oder? Das wird die natürlich auch tunlichst behindern. Ich habe ein viel zu überfülltes Inventar, um in die Höhle aufzugeben. Noch mal so Drachenzähne. Drachenzähne brauchen wir unbedingt. Und noch so. Handelshütte bauen. Handelshütte, wir haben 0. Ich kann mich noch nicht so recht entscheiden. Unsere Tiere müssen wir schon schauen. Nicht? Nimmt Tierfreundschaft ab, wenn wir. Das wäre doch noch spannend. Jetzt haben wir doch viele Sachen. Ich glaube, wir gehen heute mal. Wir gehen heute mal einen Retour. Es bräuchte eh 1 Million für so einen Obelisk. Und Drachenzahn sind wir ehrlich. Ich glaube, so schnell können wir die nicht. Was haben wir denn eigentlich da? Badeort bauen. Okay. Und noch Badeort bauen. Interessant. Was man nicht alles kann, was ich auch noch schauen muss, ist, dass ich da den Winterzauber nicht verschlafen tun. Aber das Gute ist, jetzt, wir können eigentlich da mit pausen. Und dann erst am nächsten Tag zurück. Dann lohnt sich das eigentlich auch, dass wir. Dass man wie, Preis solche Handhaxt, das haben wir wohl auch schon abgegeben.
Dann lohnt sich das auch, wenn wir etwas später gehen, können wir eigentlich am Tag nachher noch. Moin! Wenn du wirklich Fisch zum Mama isst, oder? Allzu viel Neues hat er auch nicht, ja? Das ist voll, das weiß ich. Zack. Oh, da. Auch noch. Im Winter hat es immer mega viel von denen. Oh. So, getrockneter Seestern. So einen haben wir auch schon gehabt. So, gehen wir mal heim und schauen, wie es unserem Hof geht. Hui, wieder gekocht, bitte Abend. Oh, du Arme. Ich habe leider gerade keinen Schnack dabei, sonst hätte er natürlich einen Schnack gegeben. Ich weiß ja, dass er schon einen Schnack gegeben hat. Ich hätte sie nachher können recyceln. Damit die Kunst sammeln, ist nicht, ja, was wird er alles für Fisch? Sardinen, 5 Sardinen. Ja. Nicht bei Geburtstag heute, nein, aber morgen hat Evelyn Geburtstag und am 25. ist Fest des Mundersterns. Da verschenken wir ja dann unseren goldigen Kürbis. Tja. Noch Kristallflucht da unterwegs gesehen und da Stein. Okay, was haben wir da? Henry, ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Ich will wirklich einen Kokos-No-No für die Kneipe machen, aber ich weiß nicht, wie ich an eine Kokosnuss kommen soll. Kannst du mir helfen? Ja, mir hätte gerade eine Bi, hätte den Auftrag vorher gehabt, wäre es ein Ding gewesen. Zack, dann Eisen und da diesen. Dann. Und. Mal gucken, was nehmen wir wieder mit. Wo sind jetzt die. Prismatische Scherbe? Und jetzt die vorher falsch sind da. Eine. Haben wir nicht noch? Mitgenommen auf die Inseln, oder? Zum Zaubern sozusagen. So, dann haben wir da gleich wieder einsetzen. Zack. Und. Zack. So. Der getrocknete Dingsbums da. Da weiß ich nicht, aber die Lava Online haben wir nicht schon irgendwo. Dem hat es nicht gemeint. Mit, was haben wir da eigentlich? Was dort im Wüste? Geil, hätte man mal brauchen. Dann nehmen wir noch das Fischzeugs da oben. So. Das Nautilus-Fossil haben wir ja auch noch eins uns gönnt. Haben wir doch da vorne noch irgendwie so wie so Fossilienkugel gemacht. Genau, dann haben wir da rein. Oh, mega viel Omnigeode haben wir noch. Alleich. Austern weg. Ach komm, machen wir es so. So. Wenn wir noch die Omnigode schnell aufhauen, solange er aufhält. Nachher müssen wir dann ins Tier schauen. Ich frage mich, das muss ich nachher vielleicht schnell im Wiki abchecken. Werden die irgendwie wieder schlechter in den Herzli? Wo ist. Wo ist der Gas? Das da unten ist auch rein. So. Er ist doch bis jetzt noch nie am Arbeitstag einfach verschwunden. So. Weil ein Penny sagt, dass ich dieses Buch lesen muss, bevor ich es rausfinde.
mit Leinis befreundet, er lebt in einem Zelt in den Bergen. Jeder ignoriert den armen Kerl, er ist eigentlich ziemlich nett, nur ein wenig exzentrisch. Er müsste sein Zelt zu dieser Jahreszeit echt kalt sein. Ich mag es, auf dem Hof zu leben. Am besten ist das frische Eis aus der Mitte unserer Kühe. Ja, so viele Sachen gibt's ja. Möchtest du die Museumssammlung reorganisieren? Möchte ich das? Eigentlich nicht, schon gut. Was ist denn dein Bier? Ich gebe nur ab. Eigentlich. Ringegas, eine Kokosnuss. Ja, die Aufträge irgendwie. Die Ehefrau, eine alte Dame, die auf der Inselinsel lebt, bitte dich, Andenken an ihren Mann zu finden. Sie gab dir ein altes Foto von einem Soldaten, der entlang gespült wurde, in der Hoffnung, dass es dir irgendwie helfen kann. Bin ja ein Andenken, dass Birdies Ehemann gehört. Hey, Gas, willst du mich auch verarschen? Er ist einfach nicht da. Friedig. Ach, der Bla. Obwohl es kalt ist, schaue ich hin und wieder nach den öffentlichen Garten hin. Ich will nur sicher gehen, dass sie nicht allzu gelitten haben, bevor der Frühling kommt. Das ist flott. Aber ich bin jetzt gleich verwirrt. Ist denn da eine Kaminorganisation oder was? Das Geschäft läuft in letzter Zeit echt gut, ich bin zufrieden. Ja, das ist gut. Hier, hast du eine Kokosnuss. Kokosnuss, das ist mal etwas Beruhigendes für meine Winterhaut. Das ist perfekt für meinen Kokosnuss. Danke. Das Geschäft läuft in letzter Zeit ziemlich gut. Ja, vor allem wegen der Kokosnuss. 600 Gold für den Kokosnuss. Du bietest einmal schnell müssen den Bus nehmen. Hm. Ja, du. Wenn man es hat, oder? Wie sieht es da innen aus eigentlich so? Abigail. Das ist geheim, aber mein Papa liebt gebratener Tintenfisch. Das mag er am liebsten. Du hast gern Amethyst, haben wir aber gerade dabei. Sitzt da eigentlich so mit der Herzli aus, so? Ja, wir haben da schon ein paar, wo wir nicht so wirklich Buddies sind, ja? Aber ja. Diese Dinge können definitiv in eine gesunde Ernährung eingebracht werden. Ja, das können sie. Ich handle hauptsächlich mit essbaren Dingen, also verkaufe Erze oder Holz besser woanders. Ja, Deal. Ich kann doch eigentlich nur wollen, Geoden aufhauen. Aber der Clint ist einfach nicht die Heime. Darum verziehen wir uns jetzt heim. Und sagen diese Tierli hi hi. Bis. Das sieht recht karg aus. Da hat's wieder was gegeben. Yes, baby. Da oben, da ist noch alles am Wachsen und da unten haben wir wieder ein Hartholzreserve. Ja, irgendwie so das dritte. Das dritte Silo habe ich irgendwie verhängt. Ja. Jetzt gerade im Moment eilt es ja eigentlich eh nicht so. Weil wir ja eh im Moment keine Heu können gewinnen. Aber es wäre natürlich nicht gut, wenn unsere Tierli da nützig werden dann. Ja, ihr seid so super. Ja. Wie viel Platz hat es eigentlich so? 2, 4, 6, 8, 10. Da hätte es eigentlich, wenn wir nochmal ein Dino-Ei hätten. Aushalten, so. Gehen wir weiter. Guten Morgen. Und ich war eigentlich dann Heu gesagt.
ganz schöne Ladung an der Mayo. Das ist natürlich super. So. Und dann noch. Ist da. Ich glaube, wir müssen noch mehr Mayonnaise-Maschine machen. Das habe ich aber auch schon 100 Mal gesagt. Dann gleich nie gemacht. Irgendwie, ja, haben wir schon Hallo gesagt. Ja. So. Hello, Piggies! Wir sind im Moment auf Sparflamme halt im Winter. Ja. Ich frage mich immer noch, ob man am Linus könnte die Heizung schenken. Für uns im Zelt. Das wäre eines der besten aller Geschenke. Oh, jetzt ist das mega dunkel geworden. So. Gehen wir Leute sammeln. Itzi Milch. Milch. Milch, Milch, Milch. So. Ich brauche da mehr so Käsemaschine. Eigentlich brauchen wir alles ein bisschen mehr da. Das schadet ja eigentlich nichts. Also Mayo, Dinosaurier-Mayonnaise. Sie ist dick und cremig mit einem kräftigen grünen Farbton. Es riecht nach Gras und Leder, ja toll. Gute Dämpfer. So, da haben wir ordentlich verkauft. Es wäre wirklich cool, wenn die Werkbank so auch so ein Inputenort hätte. Und einfach einmal Ort schnell kann sagen, da tu das alles verteilen. Jetzt schauen wir mal. Wenn wir hier hergehen. Käsemaschine, 10 Hartholz. Mayonnaise. Da haben wir schon eher ein paar. He? Da könnten wir 11 Stück machen. Kupferbarren braucht es. Machen wir mal je 3 mehr und dann tun wir doch gerade noch, weil ich meine Kupfer sollten wir ja eigentlich wirklich mehr als genug haben. So. Jetzt hätte ich eigentlich die Eier gescheiter noch nicht verkauft, ich Dödel, aber ja nu. Es ist eigentlich auch gut, wenn wir mal einen Tag vielleicht nicht nach den Tieren gehen schauen. Hätten wir gleich die Möglichkeit, nachher vielleicht alles auf einmal. Weil so Eier einfach so verkaufen, ist eigentlich wirklich fast kein Schade. Da-dam, 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 da-dam. Was braucht denn eigentlich Silo schon wieder? Käsemaschine gemacht. Vielleicht auch zu viel, aber eigentlich ist es wirklich fast schade, Amix. Auch da jetzt Milch. Einfach so verkaufen. Moment. Das geht ja schon fast nicht eigentlich, oder? So. Moonlight Shadow versucht zu schlafen. Hey, aber. Okay, weißt du was? So. Meine, wir haben ja Moonlight Shadow. Moonlight Shadow kann nicht aufwecken. Hier oben hat es schnell die Diamanten eingestreut. Einen habe ich aber in der letzten Folge tatsächlich einfach dort in der. Wie sagt man denn? In der Vulkanhöhle habe ich glaube einen aufgebratscht und einfach liegen lassen. Also nicht gesehen, wo er her ist. Er hat sich glaube so hinter einem Steil versteckt. So, haben wir da mal wieder ein bisschen gebügelt. Schauen wir da mal noch rein.
nicht essen, nein. Da tun wir doch ein bisschen aufräumen, da die Hei, das ist ja. Sonst gibt es da einen guten Abend, oder? Goldige Kokosnuss wäre auch lustig zum Verschenken. Aber wir bringen dann definitiv goldige Kürbis mit. Nein, das wird doch sehr geschätzt. Hm? So. Tack, tack. Nein. Tack, tack. Tack. So. Was haben wir denn da noch? Geisterkristall. Nein, was habe ich jetzt noch wollen? Die Jade. Wann ist das am Sonntag? Ich glaube, das muss ich jetzt gerade nochmal schauen. Der Wüstenhändler. Der Klicker bietet an Sonntagen Treppen. Okay. Und was wir jetzt auch noch, weil wir gerade da sind, schaue ich da schnell. Tiere, die im Hühnerstall und Ställen leben, haben eine Freundschaftswertung, die man mit einem Rechtsklick auf das Tier, ne? Wenn man Heu hält, kann man es füttern, genau. Wird in Halbherzschritten gezeigt und wird zur Berechnung herangezogen, wie wahrscheinlich Tier qualitativ wurde. Ja, genau. Jedes halbe Herz entspricht 100 Punkten Freundschaft. Folgende Handlungen beeinflussen die Freundschaft. Nicht gestreichelt minus 5 minus 10. Okay. Ja, also wenn man die nicht streichelt, geht es abwärts. Aber einmal streichelt ist plus 15. Nicht gestreichelt ist minus 5 bis minus 10. Okay, ja, das ist eigentlich. Das liegt eigentlich, ich sage jetzt mal, das ist für mich gleich schade. Aber das liegt rein theoretisch drin, dass man auch mal ein Tier nicht geht. Ah, mein innerer Monk dreht noch wahrscheinlich durch. Aber wir haben es jetzt gemacht. Sind unseren Aufgaben total nachgekommen. So. Ich will am Linus eine Heizung geschenken. Geht das echt? Das wäre wirklich das Geschenk. Hey, da ist er. Das ist ein großartiges Geschenk, danke dir. Die Bäume gehen im Winter schlafen, das macht das Leben nicht draußen etwas einsam. Aber ich will ihnen nicht ihren Schönheitsschlaf rauben. Haben wir schnell ein neues Jahr geführt, oder? Dass er sicher warm hat. Ui. Verliere zu weit aus. Schauen wir mal, ob wir noch irgendeinen coolen Fisch fangen. So da auf der Treppe. Wenn da richtig einen nachbeißt, dann schränzt er uns ja gerade ab. Beides miteinander. Mitternachtskarpfen und ein Köder. Cool. Yeah. Nach Ego angeln sind wir eigentlich schon lange nicht. Ein Kaulbarsch. Hui! Ich will da mal zum Bild ausrühren. Jetzt ein Kampfstrunk hinein. Das ist immer schön, wenn sie so beieinander sind und wir beide kann mit einem Kaulbarsch und prähistorisches Werkzeug und zwei Golderz. Wenn es denn da gegangen ist, was Fischvogel macht, muss man schon gerade hier rein. Keine. Das wäre jetzt also auch hier herablassen, wenn wir es hier nicht würden.
Geht es mit 3 wert? Es wird spät, mein Freund. Mal schauen, was das mal drin ist. Zwergwels und zerbrochener Dreizack. Und ein Diamant, einfach so ein Diamant schon gefunden. Und der zerbrochene Dreizack. Ein Barsch. Eine Alge. Nochmal eine Alge. Oh. So, jetzt noch das als richtiges... ein Barschli. Okay. Es war nicht gerade die Mega-Fang noch gewesen, aber wir nehmen, was wir kriegen können. Ne? Alte Puppe, das können wir doch auch schon. Ja, so ein neues Zeug zu finden ist langsam echt schwierig geworden. Irgendwie. Ich werde eigentlich fast schnell in die Mine mit dem Zug. Mit dem Zügli heim. Die Schiene müssen wir eigentlich überall ein bisschen sehen, wo die durchdüsen. So, das alles versorgen und dann nachher ist es völlig ungemütliche Bett. Einfach so im Verhältnis. Einfach so im Verhältnis zu unserem Wüstenbett, oder ist das einfach? Oh, oh, jetzt wird es noch ein Knebel mit der Zeit. Über den haben wir immer weiter, so ist es ja. So, und ab ins Haierbettchen. Gehen wir schlafen. Letzte Nacht hat Schwein Mr. Bacon ihren Nachwuchs zu Der Mr. Bacon hat den Nachwuchs zu Wahl gebracht. Yes, wir haben ein neues Schwein, lieber. Gibt dem Nachwuchs Schwein einen Namen. Was schlägt da so vor? Bilbo. Nu gut. Mitello. Ist das echt der Name? Der hat eben natürlich durch. Für das Schwein. Rosa Linde. Ja, Rosa Linde. Das ist ein Schweinli, nicht so rosa, sagt man doch irgendwie. Oder? Okay, cool. 17.000 Gold haben wir innen geholt. Dinosaurier Mann S. Wow, 1.120. Ha. 1.120 im Verhältnis zu 4.25 bei der Ente Mayo. Das ist ja richtig cool, ne? Was haben wir denn da noch alles? Wolle. Alte Puppe. Preisisches Werkzeug. Entweder. Aber was wir bis jetzt eigentlich wirklich so gar nicht brauchen, ist Mühle. Irgendwie. Ich habe irgendwie das Gefühl, die ist voll würdig so. Okay, schön, dass wir eine haben, aber wirklich brauchen tun wir sie eigentlich nicht. Oh, schau mal, der Kuppelfisch da. Ja, hey, perfekt, das wär's sie. Stardew Valley, Folge 212. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Dabeisein bei dieser Folge. War cool, und in der nächsten Folge auch wieder dabei werden. Bis dahin, bleibt zu, macht Scheiße und ciao zusammen.